Hallo und herzlich willkommen, lieber Schütze, zu einem kleinen Energieupdate für den 12. Mai. Auch wenn du dieses Video jetzt einen Tag später guckst, ja, dann ist das auch für dich bestimmt. Zeit ist fließend, das wissen wir. Ich habe jetzt diese Legung am 12. Mai gemacht und deswegen heißt das jetzt hier für den 12. Mai ganz aktuell. Wie sieht's aus bei dir? Bei den Schützen, wie seid ihr denn energetisch drauf? Was passiert da? Da haben wir einmal 9 der Münzen und 6 der Kelche. Noch 3 Karten aus dem Tarot für den Schützen für den 12. Mai. Hauptenergie haben wir König der Schwerter. Die Klarheit, die Wahrheit wird hier ausgesprochen. Und dann haben wir die 2 der Kelche. Eine Karte hätte ich hier noch gerne. Okay, da, das sieht ja hier mächtig aus. Der Wagen ist eine große Arkana-Karte. Da passiert immer sehr viel an wirklichen Aktionen. Ich fange hier mal an mit der Hauptenergie. Es geht hier darum, hier die Klarheit und die Wahrheit wird hier ausgesprochen. Man hat hier einen Plan und eine Vision. Angrenzend habe ich hier die 6 der Kelche, 2 der Kelche. Es kann hier um eine Versöhnung gehen, die du jetzt hier vorantreiben möchtest oder dein Gegenüber möchte sie hier vorantreiben. Na, das kann auch für dein Gegenüber stehen. Da kommt hier was in Bewegung. Da kommt jemand mit großen Schritten auf dich zu oder auf diese Person. 2 der Kelche, auch die Karte der Seelenpartnerschaft, aber hier geht es um Versöhnung. Es ist hier wirklich klasse mit den 6 der Kelchen, die Nostalgiekarte. Man denkt zurück an die schöne Zeit, wie es einmal war, als es leicht war. Du siehst hier sind 2 Personen drauf, die sehen aus wie Kinder, ja. Wo noch alles so in dieser Energie war. Ja, wo man sich nicht so Sorgen gemacht hat, wo eine Beziehung einfach war. Und da denkt dir jemand dran, und kommt mit großen Schritten auf jemand zu. 9 der Münzen, klassische Single-Karte. Dieser Mensch ist hier in seiner Schöpferenergie, sage ich mal, ja. Der ist nicht im Mangel und das ist immer Voraussetzung, dass man sowas auch wahrhaftig machen kann, ja. Auf Augenhöhe. Ist vielleicht viel Zeit vergangen, weil das ist auch eine langfristige Karte, das kann schon lange her sein. Und hier ist die Energie tatsächlich so, mir geht es gut, ich komme alleine klar. Eine Beziehung ist das Sahnehäubchen, ja. Das ist eine tolle Energie, wirklich tolle Karten hier für den Schützen, muss ich sagen. Krebs haben wir hier mit den Wagen. Ja, wir legen gleich Lennemann-Karten drauf. Einmal eine Karte auf die 9 der Münzen, bitte. Eine Karte auf die 9 der Münzen. Die Sonne, also dir geht es wahnsinnig gut. Du bist zufrieden, dir geht's gut. Das ist meistens so. Wenn du nicht dran denkst, ja, und alles ist okay, dann passiert das, was du immer wolltest. Das ist so. Es ist auch das Gesetz der Akzeptanz, ja. Da wird auch viel drüber gesprochen und das finde ich auch sehr wichtig, Dinge zu akzeptieren und dieses Vertrauen zu haben. Ist alles gut für mich, es passiert alles nach meinem Sinne. Dir geht's gut. Eine Karte bist du. Bitte auf die 6 der Kelche. Da haben wir die Mäuse. Eine Karte auf den König der Schwerter hier. Eine Karte auf den König der Schwerter. Da haben wir eine Zusatzkarte, die Lupe. Man schaut sich hier was ganz genau nochmal an, für was man wirklich steht. Wie ist der Plan? Wie gehe ich vor? Eine Karte auf 2 der Kelche. Nanu, das sind mir hier zu viele. Ich will hier nur eine Karte auf die 2 der Kelche. Kind. Der Neubeginn. Hier möchte jemand neu anfangen. Hier möchte jemand eine Versöhnung und hier möchte jemand eine Beziehung auf Augenhöhe. Ein bisschen ähnlich wie die Liebenden, die Karte. Eine Karte auf den Wagen.
Muss ich mich einmal bücken, meine Lieben? Zwei sind gefallen. Die Störche und die Fische. Ja, also eindeutig hier. Hier möchte jemand ganz klar sagen, was er möchte, hat eine Vision, einen Plan, überlegt sich hier ganz genau, wie gehe ich vor? Also sehr analytisch, diese Person. Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Hier ist Neubeginn, hier steht eine Versöhnung an. Hier steht eine Versöhnung an. Und das ist jemand aus der Vergangenheit, mit dem man mal was hatte, wo man wirklich jetzt so nostalgisch Zurückblick geklärt mit den Mäusen. Ja, will der mich überhaupt noch? Ja, also dieses Ängstliche, dieses bisschen Zweifelnde, ja, ist das überhaupt noch Thema? Weil mir geht es hier blendend. Mir geht es ja nicht gut, aber jetzt ist hier irgendwas hier im Kopf, was früher einmal war. Und da ist diese Person hier, weil das ist die Hauptenergie. Der König der Schwerter hat hier einen Plan, möchte eine Versöhnung. Hier, das Neubeginn, das Kind auf die zwei der Kelche. Auch sehr schön, der Wagen hier. Es wird hier was unternommen. Man nimmt die Zügel hier in die Hand. Also es ist auch eine physische Karte. Das heißt, ich bewege mich wirklich. Ja, ich komme vielleicht davon weiter her und gehe in die Richtung. Ist auch eine Entscheidungskarte, ja, aber hier tut man was. Also hier macht man sich ganz klar bewusst, gehe ich rechts, gehe ich links, welchen Weg schlage ich ein? Aber man kommt hier mit großen Schritten in Bewegung. Ja, was soll ich hier sagen? Die Fische und die Störche. Das ist hier eine langfristige positive Veränderung aus der Seele heraus. Ja, man hat hier die Motivation, aus seiner tiefsten Seele auch eine Seelenpartnerkarte, die Fische und zwei der Kelche. Man fühlt sich hier seelisch mit dir verbunden, du fühlst dich seelisch mit jemand anderen sehr verbunden und alle Chancen, alles steht hier auf Neubeginn und auf eine seelische Verbindung. Und das wird hier eine positive, langfristige Veränderung geben. Und nochmal ausschlaggebend ist für mich auch hier die Neun der Münzen. Dieser Mensch ist klug, der ist gebildet, der kommt alleine klar, der weiß, kennt seinen Wert und dem geht's gut. Ja, das hier ist das Sahnehäubchen, was man jetzt noch in seinem Leben haben möchte. Echt herzlichen Glückwunsch, lieber Schütze. Und jetzt nehmen wir noch eine Astrokarte hier drauf. Was gibt's in Astrokarten zu sagen? Die ist hier rausgefallen. Viertes Haus, Heim und Familie. Viertes Haus ist das Krebshaus. Hier geht es um wirklich Emotionen, seine tiefsten Emotionen, seine emotionalen Wurzeln. Und ist natürlich auch die Familie, aber seine eigenen emotionalen Wurzeln. Das ist das vierte Haus. Und ist natürlich hier auch ganz klar der Hinweis, dass man hier wirklich jetzt mit dieser Person eine Familie gründet, ein Heim gründet. Also man ist emotional hier angekommen, man weiß, ich möchte dich, ich möchte mit dir eine Familie, du bist mein Zuhause. So kann man es umfassen, diese Karte. Ja, mein lieber Schütze, ich verlinke dir das Fortsatz-Reading hier unter dem Video, da schauen wir weiter, wie das weitergeht mit diesem Menschen. Wenn du hiermit in Resonanz bist, dann ziehen wir da auch eine Zeitkarte noch, eine Amos-Botschaft, meine Sternzeichenwürfel habe ich dann noch dabei. Ja, wenn du dieses Video, wenn dir das gefallen hat, dann bitte like das, teile das, kommentiere das. Und wenn du noch ganz gut drauf bist, dann drückst du den Thanks-Button und gibst mir eine kleine Wertschätzung. Würde mich echt freuen. Ja, ich verlinke auch nochmal das Reading oben hier. Für den Vollmond im Skorpion. Ja, das war ganz wichtig, dieser Neubeginn. Schau dir das nochmal an, weil viele gehen wirklich in ein ganz komplettes neues Leben, in ein neues Ich. Schau dir das an. Hier beginnt auch was Neues für dich. Das sind die Energien. Persönliche Readings schreib mich auch gerne an und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Dein Löwenherz.